Taxi bitte. Taxifahrer allein in der Nacht. Wenn Sie nachts fahren, dürfen Sie keine Angst haben. Es sind die schwarzen 60er Jahre. Nie wieder gibt es so viele Morde an Taxifahrern wie in dieser Zeit. Man hatte schon eine gewisse Angst. Mann, sind Sie wahnsinnig? Hilfe, Hilfe! Neumann, Neumann! Fast alle Überfälle passieren in der Nacht. Die haben keine Chance. Das ist ja furchtbar. Und es hätte durchaus auch ich sein können. Der Wagen kommt, der Wagen kommt, der Wagen kommt. Wieder schon. Die Taxifahrer haben nach dem Krieg kein leichtes Leben. Genauer gesagt, manchmal können sie froh sein, überhaupt noch eines zu haben. Allein in den ersten 20 Jahren nach dem Krieg werden 64 Taxifahrer ermordet. Gerade noch trauern die Kollegen um einen Fahrer in Hamburg. Da wird in Köln schon der nächste umgebracht. Es ist das Jahr 1961. Beim Eintreffen der Mordkommission finden wir zunächst bei der näheren Untersuchung einen stark blutbesudelten Sitz. Und vor dem Vordersitz lag die zusammengesunkene Gestalt des Herrn Küpper. Wieder fahren die Taxen Korso. Letztes Geleit für den Kollegen. Aber auch ein Zeichen für die Bevölkerung. Gebt auf uns Acht. Am 1. Oktober 1964 drückt Karl-Heinz Koch in Bonn die Notruftaste. Daraufhin haben sich einige Fahrzeuge, die sich in der Nähe befanden, gleich zu dem Tatort hinbegeben. Und haben ihn dann nur noch sterbend hier auf dem Polster liegend gefunden. So viel mir bekannt ist, ist er durch drei Messerstiche getötet worden. Der junge Mann fährt erst seit 6 Wochen. Den Wagen hat er von einem Kollegen übernommen. Der will das Auto nicht mehr fahren, nachdem er darin bei einem Überfall schwer verletzt worden ist. Das war hart für mich. Ich kannte sowas überhaupt nicht, dass man so einfach so einen sticht, kann man sagen. Also das war schon ein Schock für mich. Das war für uns alle ein Schock. Erstmals findet eine Trauerfeier in Bonn statt. Die Fahrer wollen Flagge zeigen gegen die Politik. Bonn, 7. Oktober 1964. Ein Trauerzug voller Erbitterung und Hass zieht durch die Straßen der Bundeshauptstadt. Das war wirklich für eine Taxifahrerbeerdigung enorm, was da an Kollegen von allen Städten kamen. Mehr als 1500 Taxis aus allen Teilen der Bundesrepublik sammelten sich am Nordfriedhof in Bonn, um ihrem ermordeten Kollegen die letzte Ehre zu erweisen. Man war ja auch betroffen, egal ob das jetzt hier irgendwo passiert ist oder in Süddeutschland, ist egal wo. Es geht ein Mensch verloren. Fast 8000 Menschen hatten sich auf dem Gelände des Friedhofs zwischen Kapelle und der Grabstätte eingefunden. Bonner Taxifahrer trugen den Sarg. Sind denn unsere Taxifahrer freiwillig? Sollen ihre Frauen und Kinder hilflos darauf warten, wer das nächste Opfer sein wird? Nach dem Krieg gibt es nur wenige Taxen und auch nicht viele, die es sich leisten können, darin zu fahren. Kunden sind oft Besatzungssoldaten, aber die machen auch den meisten Ärger. Das war ein bisschen eine harte Zeit. Die Soldaten hier waren eine harte Zeit. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Die höheren Dienstgrade haben etwas Besonderes. Einen Chauffeurdienst mit Käfer. Davon können die deutschen Fahrer nur träumen. Und so hatten wir zum Beispiel einen Opel 1,8 Liter, der hatte keine Fensterscheiben drin. Die Polster waren zerrissen. Dann wurde bei dem Glaser die Scheiben von normalem Fensterglas angefertigt. Die Polster hatten einen silbernen Nadelstreifen, den wir irgendwo bei einem Tuchhändler gemangelt hatten. Können Sie sich vorstellen, Polster mit Nadelstreifen, das war schon was. Ne? Im Winter nützt das auch nichts. Die alten Autos haben keine Heizung. Und wenn während der Fahrt die Scheiben beschluren von innen, da gab es ja keine Heizung, dann haben wir in den Taschentuch ein Stückchen Salz gelegt, nass gemacht und haben die Scheiben dann von innen mit Salz berieben und dann beschluren die nicht mehr. Ne? Selbst die VW Käfer, die es damals schon gab, als Taxen, die hatten ja Heizung, aber für die kurzen Strecken wurden die auch nicht warm. Ne? Als das Taxi noch als Käfer kommt, geht es nicht um Luxus.
Ja, das waren ausrangierte Waren von der britischen Kommandantur. Den haben wir dann erstanden und der hatte 27 PS. Der war schneller wie die mit doppelter PS-Zahl. Also wenn ich mal mit den Kollegen in Rennen gefahren bin, die habe ich nass gemacht mit dem Käfer. Erschwinglich, robust und leicht zu reparieren. Das ideale Einsteigermodell. Nur, in Teilen Deutschlands wird verfügt, dass Taxen auf jeden Fall 4 Türen haben müssen. Dann sind die zu Rometsch gegangen, eine kleine Karosseriefabrik in Berlin, und haben gesagt, kannst du uns nicht einen Käfer mit 4 Türen bauen? Rometsch kann. Er stretcht den Wagen um 18 cm in die Länge und kann so 4 Türen einbauen. Ob VW verschnupft ist, dass sie nicht selbst die Idee hatten, oder ob sie den Käfer verunstaltet sehen, die kleine Firma bekommt einfach keine VW-Teile mehr. Und dann hat Rometsch seine ganzen Mitarbeiter aufgefordert, Fahrzeuge zu kaufen, und hat die dann von denen abgekauft und war so wiederum in der Lage, Fahrzeuge zu bauen. Nach 2 Jahren ist der Spaß vorbei. Nur 28 dieser Käfer werden gebaut. Weltweit gibt es heute noch 2 Exemplare. Dieses Auto wurde in Amerika irgendwo in einem Wald gefunden. Und wir haben das dann in einem erbärmlichen Zustand mit einer fehlenden Tür und einem aufgeschnittenen Dach bekommen und Stück für Stück wieder restauriert. Der Käfer ist zwar ein Volkswagen, aber Taxifahren immer noch Luxus. Otto Normalverbraucher, der konnte sich das gar nicht, denn das war ja nur mal zu teuer gewesen. Das Geld ist knapp. Und um sich mit Taxifahren etwas dazu zu verdienen, reicht am Anfang noch der Führerschein. Das gilt besonders für junge Familien. Ja, wir haben sehr früh geheiratet und ja, aus Geldmangel bin ich dann langsam nebenbei angefangen und habe dann Taxi gefahren. Man hat gedacht, ja, vielleicht mal kurze Zeit oder so. Habe ich mal aushilfsweise bei ihm gefahren. Aber bei den meisten ist es so, wenn man infiziert ist, dann war die Sucht da. Auch der 27-jährige Bernhard Kuhlins aus Duisburg fährt aushilfsweise am Wochenende. Der kriegte von einer Telefonzelle einen Auftrag nach Düsseldorf, Derendorf. Düsseldorf, da gebe ich Ihnen genau Bescheid. So ein schöner weiter Weg. Ja, ich weiß. Muss ich ja zahlen. Eine lukrative Fahrt. Kuhlins Frau ist im 5. Monat schwanger. Da wird jede Mark gebraucht. Fahr mal da, bleib mal hier stehen. Jeder routinierte Taxifahrer hätte sich bei solch einer weiten Fahrt vorab das Geld zeigen lassen. In einer dunklen Sackgasse kommt der Moment der Abrechnung. Na ja, ganz schön. Über 74 Mark schon. Mann, sind Sie wahnsinnig? Machen Sie keine Faxen, geben Sie die Brieftasche hier. Dann hat er gleich die Schusswaffe genommen und hat ihn erschossen. Unberaubt. In den Morgenstunden wird der Fahrer von einem Zeitungsjungen tot im Auto gefunden. Achtung! Hier spricht die Polizei. Helfen Sie der Mordkommission bei der Suche nach dem Mörder. Wer hat das Taxi auf der Geisbergstraße stehen sehen? Wer hat jemand mit blutbefleckter Bekleidung nach Hause kommen sehen? 3 oder 4 Tage später hat man den daher in der Wohnung verhaftet. Herr Güppers, machen Sie auf, Polizei! Der Taximörder wird von seiner Frau angezeigt. Liefert sich noch eine Schießerei mit der Polizei, wird verwundet, verhaftet und bekommt lebenslänglich. Und dann natürlich in den Fahrerkreisen, das war das natürlich monatelang ein Gespräch gewesen. Aber das Geschäft geht weiter. Wer wie viel verdient, wird zum internen Wettstreit. Und wenn Lüschmann anfing, da spitzen alle die Ohren, vor allem die Neuen. Wie ich damals angefangen habe, habe ich gedacht, ich verstehe das Geschäft nicht. Wenn ich dann gehört habe, nach 2 Stunden, die Kollegen, was die schon für Einnahmen hatten, und die waren nicht länger auf der Straße wie ich, dann habe ich gedacht, ich mache irgendwas falsch. Was machst du falsch? Die schönste Geschichte ist, da bin ich nach Koblenz gefahren. Schloss der Feier aus, der Steich aus. Ich will gerade die Tür zumachen. Künden Hand aus dem Keller. Ey, Junkes, du aus Köln? Ich sag, ja, was ist? Nimm mich mit. Da ist er in die Stirn und hätte mich bis Köln wieder bezahlt. Kannst du dafür stellen? Die Neuen? Hä? Was hat der denn für Glück? Gut, und wir haben uns dann köstlich amüsiert. Die haben das echt geglaubt. Bis ich dann irgendwann begriffen hat, die lügen sich alle in der eigenen Tasche.
Oder was die alles erlebt haben, was die alle für Fahrten gemacht haben und, und. Da war jemand, der fragt dich immer, was hast du denn gefahren? Ja, sag ich 100. Oh, bist aber schlecht, an 170. Da konntest du sagen 300. Da hat der 83. Der war immer drüber. Ne? Bei Taxifahrern geht es immer auch ums Geld. Dabei haben alle mal klein angefangen, mit ausrangierten Autos und Kollegen. Ein 12M. Das war ein alter schwarzer Ford, der nur noch 14 Tage gehalten hat. Fürchterliches Auto. Fürchterliches Auto. War schon ziemlich alt und zerritten. Da musste man mit der Ölkanne nebenher laufen. Der zog natürlich kein Hering vom Teller. Ne? Wenn ein Berg kam, Er kam also ganz langsam in den Gang und genauso langsam wieder zum Stehen. Wer dennoch dabei bleibt, es zu seinem Beruf macht, besorgt sich bei der Stadt eine Konzession und investiert. Ich zur Bank, ich hatte ja keine Ahnung von Geld oder Krediten. Aber aufgrund meines Aussehens, ich hatte mir extra ein neues Kleid angezogen. Ja, ein Kredit ist doch kein Problem. Wir finanzieren Ihnen den neuen Mercedes. Wenn Sie einen Wagen gekauft haben, war er genauso wie ein Perserteppich. Wenn sie da Geld brauchten bei der Bank, dann haben sie gesagt, gut, ich habe Mercedes-Bombs, hast du einen Kredit bekommen. Und da kam ich mit dem Mercedes. Der Wiener Platz, wo ich anfing zu arbeiten, wo alle schwarze Taxen standen, Marianne, hier ist ob der Strich. Ja, weil ich als junge Frau, die wussten natürlich um meine Belange, ne, mit zwei kleinen Kindern allein, mir einen neuen Mercedes erlauben konnte. Der hat damals 12.000 Mark gekostet. Fahrer mit Neuwagen ziehen die Blicke auf sich. Aber auf dem Platz gibt es klare Hierarchien. Die Alten haben das Sagen. Das waren die Platzkommandanten. Ne? Die kamen und dort stell dich so hin und dort und dort. Da durften nur 10 kommen und waren nur 10 Plätze und durften nur 10 anfahren auch. Den öffnen haben wir dann, oder wenn ein Fremder ist, na ja, kannst mal bleiben, aber warum brauchst du nicht wiederkommen? Ohne Standplatz keine Aufträge. Als es noch keinen Funk gibt, warten sie auf das Klingeln des Telefons. Warten, warten, warten. Stehen, stehen, das nervt. Das geht wirklich an die Substanz. Wenn sie mal so 4 Stunden gestanden haben, wenn nichts los war, in der Kälte, dann... Nicht wahr, da waren sie richtig, nicht wahr, soll man sagen, so richtig sauer drauf. Ne? Da habe ich gestrickt. Wir lesen viel. Ich lese alles, sage ich immer, außer, ne, alles lese ich. Lesen und Radio hören. Kreuzworträtsel lösen. Eine, die hieß, das weiß ich noch wie heute, die Tellermin. Die hatte immer eine Baskenmütze an und... Die schrieb ein Buch. Die Fahrer sehen sich mehrmals täglich. Sie mussten immer wieder zurück zu dem Stammplatz. Das waren immer doppelte Kilometerzahl. Besetzt hin, leer zurück. 1962 haben die ersten Taxen Funk. Nun sind sie immer erreichbar, jedenfalls im Funkgebiet. Der Funk war von der Zentrale aus, ich sag mal, 5 Kilometer. Und 2 frei am Dom. Die 34, verstanden? Da konnte der Fahrer die Zentrale nicht mehr verstehen. Neumann! Mehr gab es nicht. Da waren so große Funkgeräte, Röhrengeräte. Ein Drittel des Kofferraums war ja schon weg, wenn das Funkgerät eingebaut wurde. Sie konnten ja auch mehr Aufträge aufnehmen. Die waren schneller gewesen. Dann haben sie natürlich um 50-60% mehr Kunden. Wenn es gut läuft, fahren sie von einem Auftrag zum nächsten. Man muss nur schnell sein. Wer dann am schnellsten gehackt hat, man nannte das Hacken. Wer die Taste, die Funktaste betätigte, der war dann halt der Sieger. Ich war immer zack, zack im Funk schon wieder die nächste Fahrt. Und früher hatte das dann jeder mitbekommen, die Fahrt. Zack. Wie, die kriegt ja schon wieder die Fahrt. Wo ist die denn? Stimmt das denn überhaupt, dass die da ist? Ja. Und die Konkurrenz ist noch größer. In einem eigenen Funknetz sind die Funkmietwagen unterwegs. Deren Fahrer dürfen sich allerdings nicht an Sammelplätzen aufstellen und auch niemanden von der Straße mitnehmen.
Können Sie mich bitte zum Dom fahren? Es tut mir furchtbar leid. Ich bin Funkmietwagen und darf nicht von der Straße laden. In Wirklichkeit machen sie es natürlich doch und sind den Taxifahrern damit ein Dorn im Auge. Droschken- und Mietwagengewerbe sind sich Spinnefeind. Als gefährlicher von beiden Teilen gelten Mietwagenfahrer. Am Steuer der schweren Wagen mit Funksprechgeräten sitzen oft schwere Jungs. Vor einiger Zeit war jeder zweite Kölner Mietwagenfahrer vorbestraft. Hieß ja früher immer, die kommen aus dem Knast und können sich auf das Auto setzen und Fahrgäste befördern. Ein Führerschein reicht, keine weiteren Auflagen. Und bald gibt es mehr Mietwagen als Taxen und handfeste Auseinandersetzungen. Taxifahrer waren vorsichtig bei der Beantwortung der Frage, bei welcher Gruppe gibt es mehr schwarze Schafe? Bei Mietwagenfahrern. Warum? Weil da wird nicht nur Gangster drauf sitzen. Da will ich mich nicht äußern. Darf ich mich leider nicht darüber äußern. Wieso nicht? Darf ich nicht. Zwischenher ermordet. Sie sind bis heute Konkurrenten geblieben, aber vertragen sich besser. Damals, als die Taxen noch schwarz sind, gibt's noch ganz andere Probleme. Jeder hatte ein oder zwei Wischmops im Auto. Und wenn man ein bisschen geregnet hatte, nur getröpfelt hat, den Staub auf dem Auto, konnte man direkt sehen, das Auto war staubig und dann diese Wassertropfen, die man sah, also anschließend direkt am nächsten Halteplatz, direkt mit dem Mop darüber, damit alles wieder geblinkt hat. Jeder war bedacht gewesen, um ein sauberes Auto zu haben. Der eine immer besser als der andere. Die waren immer am Wienern gewesen, sozusagen. Die Fortleute, die konnten ja schön wienern. Die hatten schöne freie Stellen, die haben dann gewienert und Fenster geputzt. Fenster putzen ohne Ende. Hinten hatte jeder ein Eimerchen. Ein Eimerchen mit einem Lappen, mit einem Schwamm und etwas Wasser drin. Und dann kamen sie am Halteplatz angefahren. Und dann sagt der eine Fahrer zum anderen, nimm mal, pass mal auf, lass mal das Auto sauber machen. Und dann kommen sie mal wieder. Nicht wahr? Und es wird kontrolliert, denn das Taxi ist dem Gesetz nach ein öffentliches Verkehrsmittel. Die Konzession wird von der Stadt vergeben. Wenn das Ordnungsamt kam und der Waren war also richtig schmutzig, dann kriegten sie eine Verwarnung oder Ärger. Die Alten haben natürlich auf die Sauberkeit des Wagens geachtet. Nein. Ey, Junge, Menschen, du möchtest das Auto putzen. Wenn sie von denen den ersten Anschiss hatten, dann, ja, so nicht. Und die Augen so richtig, so nicht. Also mach die Kar sauber. Aber dann haben sie auch wirklich geputzt. Ne? Unbedingt. In den 60ern sind auch immer häufiger Frauen unterwegs. Und die haben es nicht leicht in der männerdominierten Taxigesellschaft. Abends, wenn es dunkel wird, gehören die Frauen zu Hause, nicht? Was sagen Sie dazu? Die Frau, die hört am Kochtopf und nicht am Taxiberuf. Wir wollten mit Frauen nichts zu tun haben. Also ich, wir wollten mit Frauen nichts zu tun haben. Das war's. Die haben es schwer gehabt. Eigentlich ist es ja kein Beruf für eine Frau. Ja, normalerweise ist es kein Frauenberuf. Als Droschkenfahrer hört ein Fahrer hin. Das war im Frühjahr ja, so eine Hemmschwelle, Frau gleich schlechte Autofahrerin. Dass da viele Fahrgäste gesagt haben, schicken Sie mir bitte einen Mann. Schon bei der Bestellung. Ja, schönen Dank. Darf ich ein Stück mit Ihnen fahren? Ja, sag ich, was denken Sie? Dann meinen Sie, ich warte hier auf schönes Wetter. Männer denken damals bei Frauen eben an alles andere, nur nicht ans Autofahren. Wenn Sie Taxi fahren, fahren Sie lieber mit einer Frau oder mit einem Mann? Oh, das kommt ganz auf die Beleuchtung an. Ah ja. Und unter Umständen ist mir sogar eine weibliche Taxichauffeuse sympathischer als ein Mann. Angesichts so mancher Fuhrmänner hat eine Fahrerin schnell den Reiz des Exotischen. Zu dem Zeitpunkt trugen viele Frauen Leder und Lederröcke, Lederkleider. Das sah immer scharf aus. Ne? Und dann meinten ja auch manche, hatten dann nachts gemeint, ob ich Domina wäre. Dann habe ich gesagt, hören Sie mal, was halten Sie von mir? Sag ich, wenn ich Stadt will, gehe ich direkt in ein Kitzelbütchen. Wie, was ist denn ein Kitzelbütchen? Sag ich, ein kleiner Puff. Von einem aufregenden Kleidungsstil entfernen sich die Herren immer weiter. Dabei haben sie nach dem Krieg ganz klassisch begonnen. Früher war das Pflicht, eine Schirmmütze zu tragen. Und die Kleidung musste schon korrekt sein. Weißes Hemd, Krawatte und dunkle Kleidung. Denn eigentlich stand in den Satzungen früher, man muss aus dem Stegreif raus,
eine Hochzeit oder auch eine Beerdigung fahren können. Es wurde dann auch lockerer, nicht? Aber das kam dann schon bei heißen Tagen, dass welche in kurze Hose kamen. Die so groß waren, dass man unter Umständen wer weiß was sehen konnte. Ja, leider. Was bleibt, ist die eigentliche Sorge des männlichen Fahrgastes. Wie steht es mit der Verkehrssicherheit der Taxifahrerinnen? Haben Frauen mehr Unfälle als Männer? Das kann man nicht sagen, eher das Gegenteil. Wir haben allerdings die Feststellung gemacht, dass wenn eine Frau anfängt zu karambolieren, dass es gleich in einem derartigen Umfang macht, dass sie für den Beruf ungeeignet ist. Aber immerhin, Mitte der 60er Jahre hat Düsseldorf schon 40 und Köln sogar 50 Fahrerinnen. Das waren ja auch Mädels, die konnten sich durchsetzen. Das waren alles taffe, taffe Frauen. Und die wurden auch sehr, sehr schnell akzeptiert, weil die hatten auch nichts damit zu tun. Und die waren auch nicht irgendwie dann genannt, auch wenn Sprüche gemacht wurden und. Die konnten das alle ab. Um Schlimmeres zu verhindern, muss auch eine Frau jederzeit klarstellen, wer im Auto das Sagen hat. Wenn mir einer nicht gesagt hat, was sein Fahrziel ist, sag ich nix, dann stecken sie direkt aus. Und wenn ich dann, wie ich jetzt rede, da wussten die genau, die Alte ist renitent, da fangt der nicht an. Im vergangenen Jahr hat man viel davon gehört, dass Taxifahrer während der Ausübung ihres Berufes ermordet worden sind. Haben Sie keine Angst vor einem ähnlichen Schicksal? Nein, das trifft für uns nicht zu, da wir nur am Tage fahren. Und ich glaube nicht, dass das auch am Tage passieren könnte. Tatsächlich passieren die meisten Überfälle in der Nacht. Aber es gibt auch Frauen, die nachts fahren. Aber in der Nacht haben wir schon den Auge drauf gehabt. Ne? Und haben wir gefragt, hey, Liebchen, wo bist du und so weiter, alles klar. In der Dunkelheit lauert die Gefahr. Man war doch vielleicht ängstlicher in der Nacht vor allen Dingen, vorsichtiger. Man kriegt da irgendwann auch so ein Fingerspitzengefühl. Der Beruf des Taxifahrers ist und bleibt gefährlich. In den letzten 30 Jahren gab es bei Überfällen bundesweit über 9000 Verletzte und 85 ermordete Taxifahrer. Aber Sie können ja keinen einschätzen. Da kann jemand einstellen, der ist freundlich, der lacht Sie an, der macht ein Späßchen mit Ihnen. Aber was im Kopf vorgeht, das wissen Sie ja gar nicht. Man muss also immer einfach wachsam sein und hoffen, dass es einem dann nicht so erwischt. Ne? Dann habe ich eigentlich schon immer auch die Hände im Auge gehabt, weil man kann den Fahrgast nicht während der Fahrt immer ins Gesicht gucken, immer wieder. Ja, weil das lenkt viel zu sehr vom Straßenverkehr ab. Aber ich habe eigentlich meinen Blick immer so auf die Hände. Ich hatte mal einen. Der stieg ein vorne und hatte die Hand dauernd hier in der Jacke. Denke ich, was macht der? Dann hatte ich mehr im Auge. Denke ich, was will er dann? Einwandfrei, hat eine Portemonnaie raus. Ja. Herrlich, was im Kopf los ist. Wenn mir irgendwie was komisch vorkam, habe ich immer gesagt, Zentrale, ich bin da und da. Und die ständige Verbindung mit der Zentrale gibt den Fahrern zugleich ein Gefühl der Sicherheit. Paul, sag ich mir nicht ab nach Düren. Ich krieg da vier Typen rein. Da gab es den Doktor. Das war damals die absolute Kneipe für die Rocker, die Lederszene. Unterwegs so alle Viertelstunde oder 10 Minuten. Ey, 039, wie weg bist du? Ich sah, ich brauche dauernd ein bisschen. Als wir den Düren ankamen, die Jungs haben bezahlt, haben noch ein schönes Trinkgeld gegeben, sagte eine zu mir. Trotz keine Angst zu haben. Wir sind ganz harmlose Typen. Wir sehen nur so aus. Also war ich schon froh. Es ist ein beschissenes Gefühl. Ist es wirklich. Weniger Glück hat 1966 der Düsseldorfer Taxifahrer Max Eckert. Der Vater von 4 kleinen Kindern fährt eigentlich nur am Wochenende zur Aushilfe. Er wird von hinten erschlagen. Die Beute? 70 D-Mark. 600 Taxifahrer blockieren daraufhin voller Wut die Düsseldorfer Innenstadt. Doch schon bald passiert es wieder. Neuer Taxiüberfall in Düsseldorf. Täter, ein 21 Jahre alter Pakistani in Begleitung einer Düsseldorferin.
Der überfallene Taxifahrer konnte noch Notsignal geben. Herbei eilten 50 bis 80 Taxifahrer, die den Täter aufstöberten und versuchten, Selbstjustiz zu üben. Ein starkes Polizeiaufgebot griff ein. Und es soll zu üblen Szenen zwischen Polizei und Taxifahrern gekommen sein. Von üblen Szenen sollte man vielleicht nicht sprechen. Wenn es nicht so schlimm gewesen sein soll, sondern viel harmloser, warum haben Sie dann 15 Streifenwagen dorthin geschickt? Naja, es war natürlich eine große Ansammlung und es war selbstverständlich, dass die Taxifahrer nun auch erregt waren, eben durch die Tatsache, dass einer ihrer Kollegen nun überfallen worden war, beraubt werden sollte. Wer aus primitiver Geldgier andere Menschen umbringt, und ein Taxifahrer hat ja nur 100 Mark, immer bei 150. Müssen wir anschauen. Ich würde es noch eher ins Bergwerk tun. Letzte Sohle. Vor dem Krieg haben wir da ja nicht so viel Morde gehabt wie jetzt. Todesstrafe. Auf jeden Fall die Rübe ab. Meine Meinung ist auch, die Leute sofort aufhängen. Ohne Verhör. Immer wieder fordern die Fahrer Todesstrafe für Taximörder. Schon 2 Jahre zuvor beklagen die Fahrer in Bonn 182 Mordopfer. Das Bundeskriminalamt kommt nur auf 50. Beide räumen aber ein, dass ihre Zahlen nicht ganz genau sein müssen. Dennoch, nach jedem Mord gibt es für die Fahrer nur eine Lösung. Wir verlangen eine schärfere Bestrafung. Wir dringen erneut auf die Todesstrafe. Die Forderung auf Wiedereinführung der Todesstrafe. Die Todesstrafe würde jede weitere Sache abschrecken. Die Proteste sind plakativ und erreichen in Wahlkampfzeiten auch die Bundespolitik. Ausgerechnet in meinem Wahlkreis. Dieser verdammte Taximörder. Ich soll mich für die Wiedereinführung der Todesstrafe einsetzen. Ach so. Das heißt ja auch so. Du hast doch schließlich oft genug gesagt, dass du gegen die Todesstrafe bist. Das ist ja der Blödsinn. Ein Politiker muss dynamisch sein. Dynamik bedeutet Weiterentwicklung. Weiterentwicklung bedeutet Todesstrafe. Nein. Das ist nur ein Sketch. Doch auch Altkanzler Adenauer spricht sich 1964 für die Todesstrafe aus. Doch Bundeskanzler ist jetzt Ludwig Erhard und der ist strikt dagegen. Ich glaube, solche Täter, denen kann man Strafen androhen, was man will. Aber lebenslänglich Todesstrafe, das ist in dem Moment, wo diese Tat passiert, sicherlich völlig egal. Die sind in irgendwelchen Notlagen, sonst würden sie es ja nicht tun. Oder stehen so unter Druck durch diese Notlage, dass sie einfach diese Tat begehen. Und mit dem Hintergrund, so ein Taxifahrer hat ja Geld bei sich. Auch die Taxifahrer stehen unter Druck. Bei jeder Nachtfahrt den Tod im Nacken und keiner will etwas dagegen tun? Dann müssen sie es eben selbst anpacken. Wir haben so ein kleines Rollkommando gehabt, wenn einer in Schwierigkeiten war. Das haben wir alles so geregelt. Meistens ohne Polizei. Wenn der dachte, nicht wahr, aha, der Fahrgast, der ist schwierig oder der hat kein Geld, dann hat der über Funk Bescheid gesagt, Zentrale, ich habe eine öffentliche. Nein? Um mit der Zentrale zu sprechen, hatte man ja einen Hebel oder einen Knopf, den man drücken musste, um mit denen zu sprechen. Man drückte den 3-mal, konnten die Kollegen mithören. Sagen wir diesen Ton, tak, 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 da wussten die, was war. Und dann kam die Zentrale direkt und sagt, hallo, Kollege in Schwierigkeiten, wo stehen Sie, Kollege? Wer hilft dem Kollegen? Ne, wer fährt mal dahin? Überfall auf die 129 Ehrenfeld Horrenstraße. Wer ist in der Nähe? Fahren Sie mal dahin, helfen Sie dem Kollegen. Das hat es gegeben, dass dann die Fahrgäste natürlich mitgehört haben, was da passiert. Und besonders, wenn es dann jüngere Männer waren, die haben dann gesagt, los, fahr dahin, wir helfen. Und je nachdem, wo man war oder wer wo war, da hat die Zentrale dann gesagt, also bitte Kameraden, denkt dran, ihr habt bewohntes Gebiet, ihr steht unter Beobachtung, also bitte haltet euch zurück. Wir haben den Täter aus dem Wagen geholt und der hat nachher doch sprichwörtlich nach der Polizei gerufen, weil er Angst hatte, dass er eine richtige Tracht Prügel kriegt. Nach 2 Minuten kam der erste Wagen. 5 Minuten nach dem Probealarm sind 26 Fahrer am Tatort. Die Versuchung ist groß, Schwierigkeiten jetzt auf eigene Faust zu regeln. Da waren ja im 0,20-30 Taxen da. Wir waren ja schneller als die Polizei. Ne? Erst nach 8 Minuten kommt die Polizei. Und das ist fast immer so. Die Taxifahrer sind vor den Polizisten da. Sie helfen sich selbst und oft üben sie auch selbst Justiz. Nicht ausgeschlossen, dass auch die Gegenwehr von Taxifahrern tödlich enden kann.
Da war auch einer, der konnte nicht bezahlen. Und dann kamen wir auch mit zwei, drei Autos, die waren hinterher. Da sprangen die alle aus den Autos raus und gingen auf den Wagen zu, um zu sehen, was los war. Dann ist er im Rhein gesprungen. Im Winter. In Duisburg ist es der Rhein. In Frankfurt rast ein verfolgter Autofahrer, der zuvor ein Taxi geschnitten hatte, in ein Hafenbecken und ertrinkt. Gejagt von 100 Taxen. Mitunter, man ist alleine im Wagen, nicht wahr? Und man fährt da irgendwelche Elemente spazieren. Und plötzlich wird man da von hinten angegriffen oder was, ja? Das ist eben unsere einzige Chance, die Kollegen ranzuholen. Aber glauben Sie nicht, dass die Polizei da eher der richtige wäre? Ich bitte Sie, die Polizei. Haben Ihre Kollegen Waffen bei sich? Teilweise, ja. Also ich habe keine. Ja, wir haben alle was gehabt. Wir in den 70er, wir haben alle was gehabt. Oder einen Stock gehabt oder wir haben alles was gehabt. Reizgas hatten viele und alle hatten, wie die Polizei, Jummiknüppel und später dann die große Stabtaschenlampe, die große. Ne? War ja auch ein guter Gegenstand. Ne? Also den hatte jeder hier links unten liegen. Ich muss etwas vorsichtig sein. Ich würde keinen mit der Waffe bedrohen, sondern ich würde die Waffe einsetzen, wenn ich mit der Waffe bedroht wäre. Und noch würde, wenn ich eine Chance sehe, dann würde ich natürlich meine Waffe dann einsetzen. Die Waffe führe ich ständig geladen und entsichert mit mir. Haben Sie sie schon mal einsetzen müssen oder standen Sie kurz davor, sie einzusetzen? Nein, diese Waffe noch nicht. Müsste ich noch nicht einsetzen. Ich habe mich auch bewaffnet, zwar nur mit einem Gasrevolver, und habe festgestellt, ich habe ihn einmal benutzt, es bringt nichts. Man steht diesem Täter dann, wenn man denn aus dem Fahrzeug kommt, gegenüber, hat diese Schusswaffe in der Hand, die der Täter ja nun nicht unbedingt als Schreckschuss oder als Gaswaffe erkennen kann. Und der holt als Beispiel ein feststehendes Messer raus und ist gewillt, diese Tat durchzuziehen. Im Grunde genommen bringe ich das zur Eskalation mit dieser Waffe in der Hand. Wenn ich eine Waffe im Auto habe, dann ziehe ich doch die Leute auf mich, die gerne eine Waffe haben wollen. Das ist ein Taxifahrer, der hat eine Waffe. Also, mal sehen, ob wir von dem die Waffe kriegen können. Ja, ist doch so. Wir haben dieses makabere Bild gewählt, der Pistole an einer Panzerglasscheibe, Herr Schöpen, um damit zu beweisen, dass dieser Mann nicht mehr leben würde im Zweifelsfalle, wenn er diese Panzerglasscheibe nicht in sein Taxi eingebaut hätte. 10 Jahre wird über sie geredet. Ab 1968 ist sie Pflicht. Die Panzerglasscheibe zwischen Hinter- und Vordersitz, zwischen Fahrgast und Fahrer. Sie soll zukünftig Überfälle verhindern. Wer ein Taxi benutzen wollte, den erwarteten Verständigungsschwierigkeiten. Man hat keinen Kontakt zum Fahrer. Der Gesetzgeber verordnete zwingend zum Schutz des Fahrers die Teilung des Transportmittels durch eine Trennscheibe in zwei Hälften. Befindet sich wie in zwei Welten. Ich respektiere aber den Anspruch auf Schutz. Selten war aber die öffentliche Meinung so ungeteilt dagegen wie in diesem Fall. Die Trennscheibe ist ganz großer Mist. Die meisten Fahrgäste beschweren sich. Die zum Schutz des Fahrers ersonnene Verordnung bat nicht nur die Kraftdroschkenhalter zur Kasse. Sie bedrohte auch spürbar das gute Einvernehmen der nunmehr in getrennten Käfigen vereint dahinrollenden Partner. Und man kann sich den Kopf hinschlagen. Zwar verhinderte die Trennscheibe jetzt die direkte Attacke dunkler Zeitgenossen auf Börse und Leben des Fahrers. Also die muss vorhanden sein, ist klar. Das beweisen die ganzen Totschläge und Überfälle auf Taxifahrer. Warf aber dafür umso häufiger den Fahrgast recht unsanft gegen die Panzerwand. Das heißt im Einzelnen, es ist weniger Platz oder etwas uncharmanter ausgedrückt. Und wenn einer noch ein bisschen dicker ist, der kann überhaupt ja nicht mehr rein. Und davon gibt es im Wirtschaftswunder nicht wenige. Die Fahrer haben nur einen Wunsch. Wenn es mir nachginge, dran die Scheibe sofort wieder raus. Und es gibt Situationen, da hilft auch die Trennscheibe nicht. Man ist auch nicht sitzen geblieben, wenn einer trotz Trennscheibe nicht bezahlt hat. Ist ausgeschieden, dann sind sie ja hinterher worden, die Geld. Da haben sie nicht an die Trennscheibe gedacht. Und Taxifahrer mit vorschriftsmäßigem Benehmen bieten eben auch eine Angriffsfläche. Aber wenn ich einen Koffer habe, dann muss ich ja rausgehen. Ich hörte da ja zu. Kofferraum aufschließen, Koffer geben. Aber dennoch hat sich die Statistik deutlich verbessert bzw. verändert. Seit Einführung der Trennwand hat es insgesamt nur 3 Morde gegeben, Taximorde. Und zwar in den Fällen, in denen die Trennwand heruntergelassen war.
ein Argument eigentlich für die Trennwand. Das mag sein, aber es hat ja dann auch, wie bekannt, 110 schwere Verletzungen gegeben. Für manche Schönheit, die zu einer Party will, ist der Abend schon mit der Anreise zu Ende. Kommt ein Pärchen, beide hinten rein. Und jetzt komme ich an einer Kreuzung angefahren, nahm mir einer die Vorfahrt, ich musste eine Vollbremse machen und die war nicht gegurtet. Und jetzt ist die genau mit dem Kopf, mit der Nase, alle gegen die Scheibe hinten. Ja, und dann lief natürlich alles Blut runter und das sah aus. Ich habe mich erschrocken. Ja. Ein Trennscheibenopfer, das hat die Regierung nicht gewollt. Hatte man nicht jedem Taxiunternehmer vorgeschrieben, Sicherheitsgurte anzubringen? Man hat uns mit der Trennscheibe dann auch die Haltegurte verordnet. Immer sagen, bitte schnallen Sie hinten an. Das haben die gar nicht verstanden da hinten drin. Ne? Die aber noch nicht in einem solchen Zustand waren, wie sie heute sind. Das waren also endlos lange Gurte, die man mit einem Schloss noch zusammenziehen musste. Und viele Fahrgäste haben gesagt, bis ich das zurechtgetüdelt habe, dann lasse ich die gleich ab. Es wird schon gut gehen. Das dachte sich wohl auch der Showmaster Peter Frankenfeld, der sich nur 2 Monate nach Einführung der Trennscheibenpflicht bei einem Autounfall schwer verletzt. Und dann hieß es ja, prominente Leute wären gegen die Scheibe geflogen und von da an wären die abgeschafft worden. Tatsächlich nimmt das Ministerium die Verordnung schon nach einem Jahr wieder zurück. Es gab zu viele Beschwerden, zumal der hintere Teil auch leicht zum Gefängnis werden konnte. Wenn man diesen kleinen Schalter hier bedient, das kann der Fahrer da vorne machen, Sie haben es schnappen gehört, dann ist der Fahrgastraum hier hinten verriegelt. Jetzt ist es mir unmöglich, hier ohne fremde Hilfe wieder rauszukommen. Dieser Hebel ändert nichts. Ich kann versuchen, das Fenster aufzudrehen, aber es geht nur einen Spalt weit auf. Da war so eine Sicherung gewesen, die hat man dann eingebaut. Da konnte nur der Fahrer die Scheiben rauf und runter machen. Ich war dann Bandi da hinten, ich war so ein Grill offen gewesen. Ich war gut. Sie ja wohl geschwitzt haben da ohne Ende. Das konnten sie den Leuten nicht zumuten. Diese Sauna ist für einen normalen Fahrgast nicht mehr zumutbar. Vor allen Dingen bei dieser extremen Witterung, wie sie heute gerade zufällig hier ist. Denn bei der Hitzestätte war 30 Grad. Und dann schwarzes Auto. Ja, schildern sollten wir noch, dass wir unmittelbar vor uns diese Trennwand haben und dass man die Scheiben links und rechts nicht öffnen kann, also überhaupt keine Luft hier reinkommt. Und wie sie transpirieren, das sieht man wohl. Ob mit oder ohne Trennscheibe. Ein Hochsommer in einem schwarzen Taxi ohne Klimaanlage ist für den Fahrer kein Vergnügen. Das war so heiß, manchmal an dem Getriebe, da habe ich 48 Grad auf den Beinen gehabt. 48 Grad, das Wasser lief schnell die Beine runter. Ne, das war extrem, das war sehr schlimm. Also im Sommer war das schlimm. Wir haben auch keine Halteplätze gehabt mit Schatten. Im Sommer bei 30 Grad Außentemperatur waren im Wagen, wenn er in der Sonne gestanden hat, oft dann 50, 55 Grad im Innenraum. Wir haben es mal gemessen, als noch beide Wagen am Platz standen, also schwarz und hell Elfenbein. Es waren bei normalen sommerlichen Temperaturen schon 10 Grad Unterschied im Innenraum. Wir sind auf Barrikaden gegangen auch. Wir hatten auch damals mit der Trennscheibe so Theater und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen. Dann haben wir gleichzeitig dann auch die Farbe beantragt. Ne? RAL 105 heißt die, glaube ich, ne? Genauer, RAL 1015. Es gehört schon ein spezieller Geschmack dazu, ausgerechnet Hellelfenbein zur neuen Taxifarbe zu machen. Das wurde dann ja getestet, welche Farbe wird am besten gesehen. Da ist man damals in Stuttgart auf den Fernsehturm und hat von oben verschiedene Farbenfahrzeuge beobachtet. Wen kann man am besten erkennen? Ausgefallen von vornherein war natürlich die rote Farbe wegen der Feuerwehr, grün damals die Polizei. Schwarz brauchte man nicht mehr testen, das hatten wir ja. Und da ist man eben auf dieses Hellelfenbein gekommen, was also auch in den Nachtstunden besonders gut zu sehen war. Dabei ist es gar nicht jedem recht, nachts gut gesehen zu werden. Manche Kunden wollen gar keine Fahrt, sondern nur das Auto. Können Sie uns hier mal ein halbes Stündchen allein lassen? Ein Bärchen. Man ist dann hier, hier ist eine 50er Yankee spazieren. Ne?
Ja, dann hast du halt den Schlüssel abgezogen, bisschen spazieren gegangen. Da kam dann einer von der Stadt. Hören Sie mal, das geht aber nicht. Die haben ein bisschen geschmust, gehögelt, was weiß ich nicht, im Auto. Diesen Begriff öffentliche Verkehrsmittel legen Sie hier etwas zu weit aus. Das machen meistens Leute, die kannst, die wollen mal ganz schnell einen Quickie machen und wird das Thema erledigt. An dieser Weste wird, bevor ich ins Hotel gehe oder was weiß ich nicht. Oder direkt ins Bordell. Ein lukratives Geschäft, denn da bekam der Fahrer für jeden Gast eine Extraprämie. Du hast ja auch, wenn du ihn jemanden in eine Bar gebracht hast, hast auch schon einen Zehner gekriegt. Ne? Gut, die haben dich noch selbst gegenseitig überboten. Das ging ja teilweise bis 100 Mark für einen Gast. Nur wenn sie wieder rauskommen, will keiner da gewesen sein. Von der Biggie, von der Brinkgasse, da kam einer. Kannst mich bei Ihnen umziehen? Ja, sag ich, wieso? Klar. Der kam raus aus dem Etablissement. Ich denke, was meint denn jetzt? Zieht er sich die Kutte an. Ja, vor dem Pastor, der fuhr noch irgendwie ins Vorgebirge. Aber halten Sie hier schon den Rest, gehe ich zu Fuß. So wie der Pastor manchmal in sündige Leben wechselt, ist der Taxifahrer eben der seelische Beistand. Ich komme mir manchmal vor in der Taxi, ja, Beichtvater ist zu viel gesagt, aber uns werden manchmal Dinge erzählt, die die Leute sicherlich zu Hause in ihrem engsten Kreis nicht so erzählen würden. Man erfährt unter Umständen in 10 Minuten einen kompletten Lebenslauf. Wo man also auch mit dem Kunden noch eine Stunde oder eine halbe Stunde im Auto sitzt, ohne dass das Taxameter läuft und sie tröstet. Wer eigentlich keine Lust zum Reden hat, der ist hier bei uns falsch. Das war früher schon so und das ist heute auch noch so. Ein bisschen Kommunikation mit dem Fahrgast gehört einfach dazu. Und ich glaube, das wollen auch viele. Dann hörte man schon an der Adresse Bonn, ach, sind wichtige Leute, ne? Wo sie hin? Dann habe ich bewusst immer was Politisches, ein Tagesthema angeschnitten. Ne? Alles versteinerte Gesichter, aber ich habe ja keine Antwort. Sag ich, meine Herren, ein beredtes Schweigen, ich habe verstanden. Ja, wir hatten mal einmal einen gehabt, der sprach nicht. Und das kann ich überhaupt nicht haben. Nicht? Und ich habe immer gesagt und den praktisch zugelabert, aber er sprach nicht. Habe ich noch mehr geredet. Und dann hat er eben gesagt am halben Weg, ach, halten Sie mal hier an, hier steige ich aus. Und dann hat er bezahlt, ist ausgestiegen. Einfach im Feld. Vielleicht kann ein Kunde mal ohne ein Taxi auskommen. Aber andersrum? Für einen richtigen Taxifahrer ist das Leben ohne seinen Wagen und seine Kunden unvorstellbar. Es ist, ich kann es mir nicht vorstellen ohne dem. Nicht? Ich finde das schön, ich könnte aufhören. Ich habe meine Rente, könnte ja aufhören, mich in die Ecke setzen. Aber das kann man gar nicht vorstellen. Bei den meisten ist es so, wenn man infiziert ist, man kommt nicht mehr weg. Und bei mir sind es 38 Jahre geworden. Es ist ein schöner Job und ich muss sagen, wie ich aufgehört habe, das macht einen schon ein bisschen nachdenklich. Das Leben, ich habe den Eindruck, als wenn das Leben auf einmal an mir vorbeigeht. Aber auch das Taxifahren ist nicht mehr wie früher. In den 60ern fuhren in Nordrhein-Westfalen 1400 Taxen. Heute sind es mehr als 10.000. Die Wartezeiten sind noch länger. Die Geschäfte laufen oft nicht gut und Freundschaften sind bei der Konkurrenz selten. Noch immer wird fast täglich ein Taxifahrer Opfer eines Überfalls. Aber er muss sich selbst helfen, denn die Kollegen sind meistens gerade beschäftigt. Der Zusammenhalt ist weg. Da kommt einer mit Notruf, die interessiert das ein wenig. Die Alten, die noch unterwegs sind, die interessiert das schon noch.